Hey Leute, ich bin's Phil und heute werde ich mal wieder eine weitere Runde Bad Wars auf dem Hypixel-Server spielen. Diesmal aber wieder mit einer kleinen besonderen Challenge dabei. Und zwar wird sich jetzt gleich mein Minecraft ziemlich stark verändern. Jetzt kann man hier nochmal die ganz normale Bad Wars-Lobby sehen. Der Himmel hier mit der schönen Sonne. Mein schöner Skin natürlich hier auch am Start. Alles wie immer. Aber jetzt werde ich mal so ein paar Farben ins Minecraft-Spiel bringen. Und hier kann man schon mal meinen Skin sehen. Der ist jetzt auf einmal nicht mehr so blau mit ganz normal braunen Haaren. Der Himmel sieht auch etwas anders aus, ganz bunt. Hier kennt man gerade noch so die Sonne, so durch den Regenbogenhimmel. Und wenn ich jetzt mal nach unten fliege, ui, okay, der Skin, der wackelt auch schon ganz schön. Also ich weiß nicht, was ich hier gerade genommen habe. Jetzt sieht man hier, alles ist wirklich bunt. Die Erde oder der Boden wölbt sich sogar. Hier die Blätter haben unterschiedliche Farben. Da ist Grün drin, Blau, Rot, eigentlich ja so gut wie alle Farben sieht man hier. Und wenn ich laufe, sieht das Ganze auch echt ziemlich crazy aus. Also wirklich, was man hier auch für einen Boden hat. Der ist einfach nicht mehr gerade. Mein Skin wackelt die ganze Zeit, verändert auch die Farben. Jetzt habe ich gerade gelbe Haare. Jetzt gleich ja, türkis, eher wieder ins Grün. Und jetzt sieht mein Skin ganz anders aus. Also den kann man fast nicht wiedererkennen. Leute, damit werde ich in eine Runde Bad Wars reingehen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst jetzt mal gerne ein Like da. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal jetzt gerne machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer Runde Bad Wars. Mal schauen, ob ich damit eine Runde gewinnen kann und ob mir vielleicht nicht schlecht wird. Ich hoffe mal nicht. Es geht los. Oh, wie sieht das Schwert denn hier bitte aus? Oh mein Gott, okay, das ist ganz, das ist jetzt eher so rot, rosa. Verändert es auch die Farbe? Ich glaube mal, ja, das verändert natürlich auch die Farben. Es ist halt alles komplett anders. Also, dass es so aussieht in Bad Wars, das ist jetzt die erste Runde hier. Das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Was habe ich denn hier in Minecraft bitte genommen, dass meine Welt so aussieht? So, ich baue das Bett mal provisorisch ein, wie immer. Und mal schauen, ob ich hier echt was reißen kann. Eigentlich schon. Also, ich habe, glaube ich, nicht so eine weit. Doch, die Sicht ist eigentlich gleich geblieben. Nur, dass sich halt alles in meinem Kopf irgendwie dreht. Oh, Leute, okay. Also, mal schauen. Ich hole mir erstmal. Das reicht nicht. Ich brauche noch ein Gold. Ein Eisenschwert. Das kann ich mir gleich mal gönnen. Eine Spitzhacke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, eigentlich eher eine Schere, aber gut, damit werde ich jetzt gleich mal mich zu der Insel rüberbauen. Normalerweise fastbridge ich ja auch so ein bisschen, aber irgendwie jeder Block hat eine andere Form, will ich das nicht probieren. Jetzt, wobei ich halt gerade ein Eisenschwert habe, ich mache es einfach mal. Moment mal, okay, hier ist der Block. Jetzt mache ich es erstmal nicht, aber sobald ich vielleicht mein Eisenschwert verliere, werde ich das auch mal probieren. So, Dias sind auch da. Drei Stück habe ich schon mal. Aber soll ich vielleicht. Ist da überhaupt eine Insel da hinten? Wo ist eine andere Insel? Ne, ich gehe mal zu der da vorne. Wieder den bunten Weg hier. Den krummen Weg rüberlaufen. Oh, da ist schon einer. Der erste Kampf. Aber es sieht noch. Es sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich vier Dias. Und der hat sich darüber gebaut. So, Moment, nicht runterfliegen. Und er hat da sein Bett. Aber der kommt natürlich. Der kommt gleich wieder. Nee, nee, mein Freund, so geht's nicht. Ich hole mir erstmal geschärfte Schwerter. Ah, und der hat auch selber Blöcke. Der will jetzt direkt schon zu mir rüber rushen. Nee, so einfach mache ich's dir nicht. So, ganz kurz geschärfte Schwerter holen. Vielleicht nochmal eine Schere für sein Bett. Der hat es nämlich ein bisschen besser auch eingebaut. So, Gold kann ich vielleicht hier lassen. Ich hoffe, der hat auch noch ein bisschen was in seiner Base. Und jetzt werde ich wieder rüber rushen. Ich glaube mal, dann kann ich das erste Bett zerstören. Ich weiß ja noch nicht mal, was das für eine Farbe hier ist. So, und was der für ein Schwert hat. Ich habe ihn bekommen. Da hat mir doch schon ein bisschen was abgezogen. So, die Schere gleich mal nehmen. Und ja, der respawnt jetzt wieder. Ja, der respawnt schnell. Komm, da baue ich mich kurz mal hoch. Versuche ihn gleich damit runterzuschlagen. Oh nein. Okay, das war gerade richtig knapp. Oder auch nicht. Na doch, komm, ich versuche ihn so zu holen. Ja, ich habe ihn. Und, oh nein, da nutzt mir die Spitzhacke auch nichts. Da hat es mit Holz eingebaut. Aber ich habe es zum Glück bekommen. Oh nein, und ich hätte eigentlich drauf gehen müssen. Mein Skin gerade war am Durchdrehen. So, ganz schnell wieder hier ein Eisenschwert. Nicht, dass er jetzt gleich versucht, rüberzukommen. Vielleicht noch eine bessere Spitzhacke. Aber ganz wichtig, hier für den nächsten auch eine Axt mitnehmen. Und ich hatte zwar noch zwei Dias, aber ist auch nicht so schlimm. Jetzt kann ich gleich mal wieder zu ihm. Zwei Dias habe ich. Ja, komm, ich warte mal, bis er in der Mitte ist. Kein Problem. Dann können wir hier auf der schönen, flachen Ebene eigentlich kämpfen, die aber gar nicht so aussieht. Oh, der hat einfach einen Goldapfel genommen. Aber den sollte ich doch hoffentlich auch so bekommen. Perfekt, den habe ich. Drei Dias habe ich wieder.
Wo soll ich mich jetzt am besten hinbauen? Komm, ich baue mich jetzt mal in die Mitte. Vielleicht kann ich mir auch noch ein paar Smaragde mitnehmen. So, und dann kann ich mir auch gleich... Manchmal treffe ich den Block nicht. So, hier bessere Schwerter kaufen. Ich muss natürlich auch wieder zurückkommen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube mal, Fast-Switchen ist echt ein bisschen schwerer damit. Okay, das sieht halt echt... Also manchmal trifft man die Blöcke nicht, weil die so ein bisschen andere Form haben. Eigentlich muss man ja immer gleich bleiben. Das hat nichts damit zu tun, aber... Meine Blöcke, die reichen nicht mehr und... Da kommt jetzt nicht ernsthaft jemand. Wer ist das bitte? Okay, der springt zu mir rüber. Ist es jemand anderes? Der hätte eigentlich mein Bett ausschalten können. Aber den habe ich jetzt so geholt. Hatte der noch eins? Das war der Grüne. Und ja, der lebt jetzt immer noch. Mir hier am besten Eile vielleicht oder verstärkte Rüstung. Ich habe mir jetzt erstmal Schutz auf den Rüstungen und Eile kann ich mir immer noch holen. Das ist eigentlich so am besten und... Nein, der hat jetzt mein Bett zerstört. Wie kam der so schnell darüber? Es war nicht gut eingebaut, aber... Jetzt werde ich mir erstmal so die Rüstung hier holen. Hat genau gereicht, das Gold. Ganz viele Blöcke. Oh, er wird jetzt gleich rüberkommen. Ja, nee. Der wird jetzt erstmal gleich eine Runde sterben. So, der wartet da oben erstmal ein bisschen. Ist er runtergeflogen? Ja, er ist down. Und jetzt hier... Ich habe ernsthaft... Jetzt bin ich draußen. Ich habe nicht das Bett vorhin zerstört. Okay, das habe ich komplett übersehen. Ich dachte, das habe ich vorhin abgebaut. So sieht man hier nochmal, wie sich alles so dreht, wenn ich einfach mal so ein bisschen über die Welt fliege. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal in eine neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Und jetzt werde ich das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Ganz kurz einbauen. Und dann auch statt irgendwie Dias holen oder so, sich die ganze Zeit auf einen zu konzentrieren, direkt zum ersten Gegner rüberbauen. Jetzt werde ich mal fast-bridgen so ein bisschen. Und... Oh nein, das sieht gar nicht cool aus. Ich weiß nicht. Das lasse ich lieber doch mal bleiben. Man kann es auf jeden Fall machen, wenn man ein bisschen damit vertraut ist. Aber okay, jetzt bin ich schon beim... Moment, wo bin ich hier? Ich bin bei den Diaspawnern. Man kennt noch nicht mal so richtig die Inseln. Da vorne ist aber eine Insel. Ist da überhaupt jemand? Hier ist einfach gar keiner. Da steht noch nicht mal ein Bett rum. Aber immerhin kann ich mir jetzt nochmal hier schnell alle Werkzeuge kaufen. Und dann zur nächsten Insel. Vielleicht auch in der Zeit ein bisschen Eile kaufe ich mir mal direkt. Wenn man genau darauf achtet, die Inseln bewegen sich halt die ganze Zeit durchgehend. Und ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, in welchem Modus ich das nochmal so zocken soll. Skywars ist bestimmt auch nice. Da gibt es vielleicht ein bisschen mehr PvP-Action. Ich glaube mal, ist der daheim überhaupt? Ja, der ist da. Oder snackt sich sogar ein bisschen Gold. Da will die da reinmachen. Aber ganz schnell mal. Okay, das war das falsche Werkzeug. Den wieder töten. Oh nein, jetzt habe ich aber... nicht mehr die Zeit dazu. Doch habe ich zum Glück Holz. Nochmal Holz. Und diesmal ist es down. Gerade so habe ich es noch bekommen. Vorhin habe ich wahrscheinlich nicht das Bett abbauen können, weil sich das halt so dreht und ich nicht genau den Block getroffen habe. Ich glaube, daran hat es gelegen. Ich will mich jetzt nicht aussehen, aber ich denke mal, sonst hätte ich das auf jeden Fall getroffen. Bisher ohne so die komischen Farben ist es mir noch nicht passiert. Ich glaube, der ist woanders. Ja. Der ist hier nicht mehr zu sehen. Und ist da jemand? Ja, da ist einer. Oh, ganz schnell hier bitte. Warum bin ich gesprungen? Ganz schnell darüber. Aber das hat nicht geklappt. Also ich glaube, mal Jump'n'Runs könnte ich vielleicht noch ganz gut machen. Bitte jetzt nicht noch im letzten Moment irgendwie runterfliegen. Und... Was? Moment. Warum... Ist auf einmal alles schwarz? Ja. Ist auf einmal... Alles schwarz. Manchmal kann man natürlich hier auch auf diese Droge so ein Blackout haben, das ist mir klar, aber warum gerade jetzt, wo ich runterspringe? Also das ist ein bisschen unfair, jetzt muss ich halt nochmal zu ihm und da steht er irgendwie nur mit seinem Bogen, macht gar nichts. Ich warte jetzt wieder, ich habe einen Pfeil im Kopf stecken. Oh, da unten ist er, er kommt sogar zu mir. So, jetzt traut er sich endlich mal zu kämpfen, ja, so im Nahkampf sieht das Ganze schon anders aus, mein Freund. Ich hoffe mal, dass er jetzt keinen Bogen mehr hat. Dann werde ich auch hoffentlich gleich mal seinen... Bett zerstören, ohne dass ich jetzt gleich einen Blackout habe. Bitte nicht, Leute. So, hier ganz normal rüber. Nach unten gleich. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt gleich einfach mal hier durchbauen. Okay, das ist Holz. Ich habe mich jetzt mal auf eine andere Seite rüber gebaut. So, ich glaube mal, vielleicht kann ich den somit... Ja, das Bett habe ich jetzt leichter ausgeschaltet bekommen. Und wo... Von wo wurde ich denn abgeworfen jetzt? Okay, es leben nicht mehr allzu viele.
Aber ich sollte mich vielleicht mal gleich wieder rüberbauen. Bei mir ist aber momentan keiner. Oh, die bekämpfen sich da vorne gegenseitig, glaube ich. Deswegen versuche ich mich mal darüber zu bauen. Aber nicht, dass der eine Feuerbombe hat. Doch, der hat Feuerbomben. Oh. Nein, mein Bett wurde genau dann zerstört. Und jemand anderes hat, glaube ich, den Kill dafür bekommen. Schade, Leute. Aber gut, ich glaube mal, das war es erstmal so zu diesen zwei Runden Bad Wars. Also das ist echt mal hier was anderes gewesen. Ob man damit unbedingt so viel PvP-Action machen kann, weiß ich nicht, Leute. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, auch mal vielleicht in einer Runde Skywars oder andere PvP-Spielmodi, lasst mich gerne mal wissen. Lasst ein Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao.